Schönen guten Abend, grüß Gott, darf ich nicht sagen, ich tue es auch nicht. Ich bin der Johannes von Monochrom und wurde gebeten, hier die erste halbe Stunde sozusagen performativ zu gestalten. Ich werde es insofern nicht tun, dass ich performativ eine Rede halte, weil ich lange darüber nachgedacht habe, was ich am 8. Mai wirklich performativ für euch bieten kann. Und das Einzige, was ich wirklich bieten kann als Teil von Monochrom, ist ein bisschen Radikalität, die ich wahrscheinlich in der Podiumsdiskussion dann eh vermissen werde. Also fangen wir damit einfach an. Ja. Bin eigentlich aus Wien, in Wien geboren, dann in Niederösterreich aufgewachsen, also tief im Weinviertel in der sowjetisch besetzten, ehemals sowjetisch besetzten Zone. Und möchte gerne gleich anfangen, ein bisschen was von der Schlacht von Wien zu erzählen, obwohl ich ja auch weiß, Graz, Stadt der Volkserhebung und so, da könnte man auch anfangen. Aber egal, ja. Gut. Am 13. April 1945, als die Schlacht um Wien geschlagen und der deutsch-österreichische, das muss man dazu sagen, Faschismus dank des Einsatzes der Roten Armee seinem verdienten Ende zugeführt worden war, meldete das befreite Radio in Wien, Zitat, dass die Bevölkerung der Roten Armee Unterstützung gewährt und die Deutschen daran gehindert hat, die Kämpfe zum Stehen zu bringen. Was aber wohl das Bedeutendste ist, sie haben die Ehre der österreichischen Nation gerettet. Zitat Ende. Wer auch immer diesen Blödsinn verzapft hat, er oder sie, hatte leider recht. Falls es einem derart in sich selbst verschlossenen Gefühl wie der Ehre der österreichischen Nation überhaupt möglich ist, überhaupt irgendwas zu empfinden, zum Beispiel die Bereitstellung der Person Adolf Hitlers, die hohe Anschlussbereitschaft an das faschistische Kernland sowie die wohl überwältigendste Kollaborationsbereitschaft in der Besatzungsgeschichte der Menschheit, als Zäsur ihrer selbst zu erleben, falls also dieses Gefühl auch durch eine, wenn auch nur beiläufige Trübung gegangen sein mag, falls dieses dumme, dumpfe und zutiefst gefühllose Gefühl, ja, falls diese Kloake aus Niedertracht und Unbelehrbarkeit sich wenigstens einen kurzen Augenblick lang aus seiner österreichischen Gemütsruhe bringen lässt, von Völkermord, totalem Krieg, von über 50 Millionen Toten, vom Anblick der Leichenberge, der verkrüppelten Waisen und Witwen auf allen Seiten. Das war jetzt ein langer Satz, aber er ist wahr. Falls diese explosive Mischung aus Vollrausch und Altersstarrsinn überhaupt zu unterbrechen ist, falls das möglich sein sollte, spätestens in der Rede von der wahren, der zweiten Befreiung 1955, hat sich die Ehre, die eine Schande ist, wieder in uns und um uns herum gemütlich gemacht. Jetzt habe ich es gesagt. Denn wurde nicht uns allen, mir ebenso gut wie euch, in der Schule beigebracht, dass am 15. Mai 1955 der alliierte Besatzungszustand endete. Beigebracht, dass Österreich, dieses schöne Land, an diesem Punkt seiner Geschichte endlich, so heißt es, wieder es selbst sein durfte. Es selbst. Eine typische europäische Nationalstaaten-Dings mit einer mickrigen pluralistischen Demokratie, da gehören auch die Grünen dazu, und einem ebenso ekelerregenden wie abscheulichen Selbstbewusstsein. Ja? Ich wiederhole das nochmal. Abscheuliches Selbstbewusstsein. Und Sie haben ja recht, Österreich ist wieder Österreich geworden und glotzt als Österreich frech und feist auf die Welt. Wir haben ja eh kein Problem, weil zwischen 1938 und 1945 gab es ja kein Österreich. Vergessen wir nicht, Nationen und die auf ihnen errichteten Nationalstaaten sind keine Naturtatsachen. Das entsteht nicht einfach so, weil sich Graben entwickeln. Nein, Nationen und die auf ihnen errichteten Nationalstaaten sind eine historische Erfindung der bürgerlichen Klasse, von der heutzutage leider nur mehr wenig gesprochen wird. Eine Erfindung zur Durchsetzung der politischen und ökonomischen Interessen der bürgerlichen Klasse. Und das sind natürlich auch Sie, liebe Österreicherinnen und Österreicher, wie Sie da heute so da von mir herumknotzen, nämlich Erfindungen zur Durchsetzung politischer und ökonomischer Interessen. Ich habe sogar einen Reisepass dabei, um zu bestätigen, dass auch ich so etwas bin. Ich setze politische und ökonomische Interessen durch,
Schon allein, dass ich glaube, ich, deshalb da. Wurscht. Was die österreichische Nation, der ich angehören soll, sein soll, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bin da reingeboren worden, aber sie ist mir immer noch fremd und ein Rätsel. Soweit mir ein Rest an Selbstbestimmungsrecht in ihr verblieben sein mag, ziehe ich es vor, nichts mit solchen Gebilden und deren Absichten zu tun zu haben. Wo sich die österreichische Nation mitsamt ihrer Ehre und ihren sonstigen Idiosynkrasien, so ein schönes Wort, artikuliert, da behalte ich mir vor, nur ein dumpfes Rülpsen zu vernehmen. Ein Rülpsen, das recht säuerlich riecht nach Verbrechen und Wahnsinn und Scheißkrieg. Worin diese Ehre, besudelt oder nicht, bestehen soll, das kann ich mir nicht vorstellen. Weder vor dem Hintergrund ihrer Geschichte seit dem Anschluss an den deutschen Faschismus, noch unabhängig hiervon Kolonialismus, Kapitalismus, Militarismus und Monarchie, die darf man nämlich auch nicht vergessen, das sind Verbrechen, die mir keine Empfindung einzuflößen vermögen. Und Demokratie eigentlich auch nicht. Und selbst in ihrer zermürbten und weinerlichen Abart als der legendäre österreichische Selbsthass, den wir ja alle kennen, ja, spricht mich diese Ehre der österreichischen Nation auch nicht an. Zum heutigen Tag jährt sich die Befreiung Österreichs keineswegs zum 67. Mal, ebenso wenig wie es in diesem Jahr zum 57. Mal tut. Gedenken wir dieses Datums heute daher einmal nicht als Geschichte, nicht als geschichtlichen Akt, nämlich als heroischen Akt, sondern gedenken wir seiner einmal nicht als österreichischer Geschichte, gedenken wir lieber in Form der zahllosen Toten dieses Krieges. Ich gedenke heute, weil ich auch dort wohne und Wien von den Sowjets befreit worden ist, der gerne unterschlagenen sowjetischen Seite. Da ist sie, ja. Gedenken wir jener ungefähr 10 Sowjets, die in einem kaum unvorstellbaren Vernichtungskrieg auf einen gefallenen Deutschen oder Österreicher kamen und was sonst noch auf der Seite der Deutschen und Österreicher so mit daher lief. Gedenken wir aber nicht des Opfers, das unsere sowjetischen Brüder und Schwestern brachten, um die entfesselte deutsch-österreichische Nazi-Bestie zu überwinden. Gedenken wir diesen Menschen vielmehr als das, was sie sind, nämlich Menschen. Also nicht als das, sondern als das. Gedenken wir ihnen als Menschen, als Brüdern und Schwestern, indem wir ihnen nicht in der Diktion des europäischen Militarismus gedenken, der die Nazis mit ihren alliierten Gegnern im Sinne einer Kontinuität verbindet. Ehren wir sie, indem wir ihnen nicht den militaristischen Krampf einer Ehrung antun. Glorifizieren wir nicht ihr Leiden, ihren Schmerz und die Gewalt, in der sie umkamen, indem wir sie zu militärischen Höchstleistungen verkitschen. Täuschen wir uns nicht durch gut geöltes und alteingesessenes Militärvokabular darüber hinweg. Die meisten dieser Menschen starben nicht freiwillig. Sie starben nicht für ihr Vaterland, sie starben nicht für ihr Volk oder ähnlichen Müll. Sie starben auch nicht für Stalin und sein Regime, wie sie nicht für den österreichischen Nationalstaat, die Ehre der österreichischen Nation oder der jetzt errichteten pluralistischen Regierung inklusive Grasser starben. Ihr Sterben war kein Opfer, sondern Sterben. That's it. Sie kämpften und starben, weil ihnen keine Wahl blieb. Sie kämpften und starben, weil sie die faschistische Vernichtungsmaschinerie bedrohte. Sie kämpften und starben, weil zu kämpfen und dadurch vielleicht zu überleben, ihre einzige Chance war, vielleicht zu überleben. Und sie starben, weil sie eben keine Soldaten und Soldatinnen waren, will sagen, keine gut ausgebildeten und gut ausgerüsteten Kampfmaschinen, sondern Menschen, die sich in äußerster Notwehr gegen den Faschismus warfen oder von Stalin gegen ihn geworfen wurden. Menschen, die den Faschismus nicht dank soldatischer Tugenden wie Mut und Tapferkeit und Umsicht im Morden bezwangen, sondern nur durch die schier unvorstellbare Masse, als die sie sich der deutsch-österreichischen Vernichtungsmaschinerie entgegenwarfen, um sie zu stoppen. Und dabei zum Beispiel in Wien zu Hunderttausenden starben. Denn wir sollten nicht so feige sein, sie aus durchsichtigen Gründen zu lauter kleinen John Waynes zu verkitschen, zu Heldinnen.
um darüber zu vergessen, dass die ethnischen Konsequenzen der faschistischen Theorie und Praxis große Teile der Bewohner und Bewohnerinnen der Sowjetrepublik ganz unmittelbar betrafen. Sie wurden als Untermenschen geführt, als Untermenschen betrachtet, als Untermenschen behandelt und in kaum fassbaren Ausmaß dahingeschlachtet. Ich möchte heute all dieser Sowjets gedenken und ihnen danken, ohne dabei in den soldatischen, den militaristischen Tonfall und in seine Phrasen zu verfallen, der schon viele, viele tausend Jahre hindurch Leid und Elend in die Welt gebracht hat. Ich möchte ihre nicht in markigen Phrasen von Pflicht und Ehre, von Einsatz und von Heldenmut gedenken. Ich will keine Kampfmaschinen, keine Körperpanzer aus ihnen machen und was dergleichen mehr das Patriarchat, nicht vergessen bitte, an Leitbildern erfunden hat, um seine ständige Interessensvertretung namens Krieg und Expansion in die Menschen zu betonieren. Ich möchte sie nicht noch einmal als Menschen ermorden, indem ich sie als Soldaten und Soldatinnen anspreche. Ich möchte ihnen danken und ihrer gedenken auf die einzige Weise, die mir dem Grauen angemessen erscheint, dass unsere Großväter und Großmütter und mancher vielleicht noch, der naja heute nicht unbedingt da sitzt, aber sie da durchleben ließ. Ich möchte von ihnen sprechen, nicht in der Sprache der Gewalt, das ist eine sehr einfache Sprache und wir verwenden sie eh ständig. Und auch nicht in der Sprache der Männlichkeit, die ist ja auch sehr durchdringend, in der Sprache der Herrschaft und der Ausbeutung. Wir danken und gedenken diesen Menschen nicht, weil sie uns befreit haben, denn wir haben das eigentlich nicht verdient. Wir danken diesen Menschen, dass ihr millionenfacher, schlecht ausgerüsteter, ihr unvorbereiteter und bürokratisch organisierter Tod die Welt befreit hat, jedenfalls vom deutsch-österreichischen Faschismus. Danke. Sonst würde es alles jetzt so ausschauen. Dass ihr Tod uns Nachgeborene der faschistischen Mörder und Mörderinnen zudem die Möglichkeit verschafft, nicht unter Hitlers Erben aufwachsen und leben zu müssen. Ich habe da manchmal wirkliche Albträume, wenn ich einfach nur darüber nachdenke. Dass es uns erspart ist, uns allen in den Schulen und Universitäten der Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen selbst zu Nazis zu werden, dafür würde ich Ihnen gerne als zufällig in Österreich geborener danken, kann aber nicht erwarten, dass sie das auch annehmen. Und kann es vor allem dann nicht erwarten, wenn ich mich heute in Österreich so umsehe. Ich hoffe, dass wir dann in der Diskussion ein bisschen auch darüber sprechen werden. Dennoch möchte ich heute vor allem den Sowjets danken und gedenken, die ihr Leben dafür nicht ließen, auch das klänge ein bisschen zu heroisch, zu soldatisch, zu sehr wie die Sprache der Hitlers dieser Welt und dieser Geschichte. Nein, ich möchte heute vor allem den Sowjets danken und ihnen gedenken, die ihr Leben lassen mussten, um zumindest dieses schlimmste Gräuel der Geschichte der westlichen Welt zu beenden. Wir danken und gedenken ihnen und entschuldigen uns bei ihnen und ihren Angehörigen dafür im Namen unserer mehr oder weniger schuldig gewordenen und schuldig gebliebenen Großväter und Großmütter, und da nehme ich meinen eigenen Herrn Offizier nicht aus. Insbesondere möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ihr Angedenken seit dem Ende des Kommunismus bisweilen mit Füßen getreten wurde, dass der sogenannte Freie Westen, nämlich das da, dass dieser sogenannte Freie Westen den Mythos erfunden hat, die USA hätte Europa befreit. Das ist gar nicht wahr. In den reinen Zahlen ist das nicht wahr. Ja? Ich habe mich gefragt, wie ich überhaupt von den Sowjets sprechen kann, wie ich es überhaupt tun kann hier, die in der sogenannten Schlacht um Wien ermordet wurden, welche Worte überhaupt angemessen sind, ihnen tatsächlich zu danken und ihrer zu gedenken, ohne sie in der Sprache der Macht und in die Worte der Mächtigen zu verschleppen. Österreich! Ja. Eben nicht in dieser Exerziersprache. Das Österreich! Ich würde gerne in einer anderen Sprache von Ihnen sprechen, die ein bisschen leiser ist. Eine Sprache, die es in Österreich noch nicht so gut gibt. Es ist eigentlich eine Fremdsprache, die viele Leute, inklusive ich, auch nicht so gut sprechen können, die mir eigentlich aberzogen wurde als Mann in einer patriarchalen Gesellschaft. Es ist eine Sprache, die mir meine Sozialisation als Mann und Österreicher eigentlich verbietet. Und zwar ist es die Sprache der Scham.
Ich möchte Ihnen danken und Ihrer gedenken, indem ich mich schäme. Indem ich mich wirklich, wirklich schäme. Mich schäme für Österreich, für sein angebliches Volk und dafür, wie es wenig bis nichts, nichts aus der Geschichte gelernt hat. Sich zu schämen ist leider eine viel zu wenig verbreitete Kulturtechnik. Wir vermeiden die Scham, wo es nur geht. Der kulturelle oder auch persönliche Vermeidungsaufwand der Scham ist enorm. Das, was wir betreiben, um uns nicht schämen zu müssen, ist jahrefüllend, würde ich es mal nennen. Viele von uns, mich eingeschlossen, gleichen darin auch unseren Großvätern und Großmüttern, die einen unglaublichen Aufwand betreiben, um nicht für dies oder jenes schämen zu müssen. Scham nämlich zersetzt das Männliche und das Soldatische in uns. Scham zerstört unser Subjekt, also das, worin wir sein wollen, wie der jeweilige Staat, der uns umgibt. Wir erfinden Lügen und Ausreden, lassen ganze Spiralnebel von Lügen und Ausreden entstehen, nur um uns nicht schämen zu müssen. Wir haben es so gelernt, uns nicht zu schämen. Aber vergessen Sie einmal gemeinsam mit mir, was wir gelernt haben, schämen wir uns gemeinsam. Okay? Heute und hier mit Jean-Luc und dem Riker. Ja? Die sind da zwar nicht zuständig, aber egal. Ja? Wechsle ich kurz ins Du-Form. Ja? Schaut euch doch einmal selbst im Spiegel an und schaut, wie die Lüge und die Ausflucht in euer Gesicht geschrieben, wie in eine Karikatur von Dykes. Ich habe es selbst in meinem Spiegel gesehen. Dykes hätte sich das nicht schöner ausdenken können, wie wir Scham vermeiden und wie wir uns eigentlich manchmal selbst über uns schämen sollten. So, jetzt wechsle ich wieder in die Sie-Form, das ist adäquater. Sehen Sie nicht, wie es durch Ihre Augen glotzt, das Volksempfinden, der Nationalstolz und was dergleichen Dämonen mehr sein mögen. Wollen Sie wirklich so aussehen? Wollen Sie das sein, dieses klägliche Bündel an Lüge, Ressentiment, diese Eigenblutwurst, die Sie bis zum Tode mit sich selbst rumtragen und der Sie selbst schmoren müssen? Diese Dummheit, diese sagenhafte Dummheit namens Österreich. Das sage ich, ein sehr schöner Satz, ich sage gleich nochmal, diese sagenhafte Dummheit namens Österreich. Wollen Sie das? Und? Wollen Sie das wirklich sein? Naja, ich sage, ich habe mich da entschieden, machen Sie mit, schämen Sie sich mit mir für Österreich. Nur 5 Minuten jetzt hier täglich, 5 Minuten Scham über Österreich können Sie wahrscheinlich 20 Jahre länger leben lassen. Es ist wirklich gut, es ist so wie eine nette Atkins-Diät. So, auch der gute Veganer, die Veganerin soll sich jeden Tag 5 Minuten für Österreich schämen, dann könnten wir wahrscheinlich auch Händel essen. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Aber ich sage es nochmal ganz ironiefrei: Ja, schämen wir uns gemeinsam, schämen wir uns frei. Österreich ist Scham, ja? Frei von den Lügen und den Verhärmungen, die Ihnen allzu deutlich in die stolzen, aufgeplusterten und alternativen österreichischen Visagen gedruckt stehen. Ich hoffe sehr, es haben sich heute auch ein paar Vertreter und Vertreterinnen der rechten und bürgerlichen Presse eingestellt, vielleicht sind aber auch da, naja, was kann man machen, die das jetzt wahrscheinlich als große Schande für Österreich verschreiben, was ich da so tue. Ich würde auch gerne mal auf die Titelseite der kleinen Zeitung kommen, das wäre sehr schön, also Österreich-Hasser spricht aus oder irgend sowas, keine Ahnung, ja. Wird leider nicht passieren, weil wir alle leider zu liberal sein und man darf ja alle Meinungen aussprechen und auch Strache hat ja nur eine Meinung und auch der Faschist da drüben hat wahrscheinlich eine schlechte Kindheit gehabt und so, also wurscht, ja. Und man darf auch, naja, wurscht, ja. Jedenfalls schreiben Sie das gerne in eure depperten Zeitungen, schreiben Sie es in eure depperten Zeitungen, ja, und schreiben Sie auch ganz groß Ehre drüber. Ja? Ich halte Ehre nämlich, wie Sie wahrscheinlich das schon mitbekommen habt, für einen extrem leeren Begriff, ein Begriff des Vakuums. Ja? Ein patriarchales Konzept, etwas, womit schon die Kinder abgerichtet werden, um gute Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, das heißt kaltblütige Soldaten und Soldatinnen, aus ihnen zu machen. Soldaten und Soldatinnen der militärischen Kriege von morgen und der ökonomischen Kriege von heute. Da ist nämlich kein besonders großer Unterschied. Aber das eine weiß ich, wenn es überhaupt so etwas wie Ehre geben kann, so heißt unsere Ehre nicht
Volk. Sie heißt nicht Vaterland oder wie der liberale Zwilling des Vaterlands Nation. Das ist ja genauso scheiße. Also das klingt nur besser. Vaterland, Nation, ja. Kontrollgesellschaft versus Disziplinargesellschaft. Wurscht. Nein, sie heißt nicht Exportvolumen, sie heißt nicht Bruttoinlandsprodukt oder Qualität aus Österreich. Sie heißt nicht pensionsförmige Gastfreundschaft oder leibernde Skischaukeln. Sie heißt nicht Wiener Schmäh oder Tiroler Gemütlichkeit. Sie heißt weder Berg noch Industrie. Unsere Ehre, die es nicht gibt, heißt nicht die Vergangenheit ausblenden für ein bisschen mehr Selbstzufriedenheit, die uns von der Scham bewahrt. Unsere Ehre heißt nicht Treue, liebe Leute. Unsere Ehre, meine Damen und Herren, unsere Ehre heißt Reue. Danke vielmals.